Hallo, ich bin die Phyllis aus Berlin. Ich bin 43 Jahre alt. Ich hatte letztes Jahr meine Magen-OP. Auf Medicofly bin ich gestoßen über eine Influencerin. Und auch davor habe ich schon Medicofly beobachtet über Instagram und auch recherchiert. Und ich bin sehr zufrieden. So sehr zufrieden, dass ich sogar meine Tochter hergebracht habe. Die wurde jetzt auch vor ein paar Tagen hier operiert und hat es sehr, sehr gut überstanden, Gott sei Dank hier. Der Arzt ist ein Engel ohne Flügel, ganz ehrlich jetzt, also das ist nicht gelogen. Wenn man ihn sieht, dann vergisst man wirklich all seine Ängste. Also ich hatte sowieso keine Angst, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja. Hallo, ich bin die Elif. Ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Ich mache eine Ausbildung zur Friseurin zurzeit. Ich habe mich vor ungefähr ein oder anderthalb Monaten dazu entschlossen, eine Schlauchmagen-OP zu machen. Ja, ich bin auf Medicofly gestoßen durch meine Mutter, denn sie hat sich bereits vor knapp anderthalb Jahren hier auch operieren lassen. Am 11.11.2021 habe ich mich jetzt hier auch operieren lassen. Als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, rausgekommen sind, war direkt schon der Transport von Medicofly bereit und hat uns ins Krankenhaus gefahren. Einen Tag später wurde ich direkt operiert. Die ganze Operation, ich habe nichts davon mitbekommen. Auch danach hatte ich nicht so große Schmerzen. Ich habe mich sehr, sehr gut erholt. Konnte nach der Operation auch direkt laufen. Das Personal von Medicofly, ich war sehr, sehr, sehr zufrieden mit allen. Alle sind sehr hilfsbereit, sehr zuvorkommend. Wenn ich Hilfe gebraucht habe, ist immer direkt jemand gekommen. Es war direkt immer jemand da, dem man sich anvertrauen konnte, der einem geholfen hat. Der Arzt, der mich operiert hat, Dr. Mustafa Edol, ist ein sehr fachkompetenter Arzt. Er hat wirklich Ahnung von dem, was er macht. Er macht sich Sorgen um seine Patienten. Man merkt es einfach, dass man hier sehr, sehr gut aufgehoben ist. Und ich würde es jedem auch weiter empfehlen, der diesen Schritt gehen möchte, es auch bei Medicofly zu tun. Ja. Ich liebe Fatima. Ich liebe sie. Ich will sie mit nach Hause nehmen.